Willkommen zum wohlbekanntesten und wichtigsten Teil des Spiels. Heute werden wir die sagenumwogene und, ja, sehr umstrittene Carfy-Quest meistern. Ja, ich bin mal gespannt. Oh, warte. Ich verlangsame noch schnell den Ton. Wir haben nämlich einen strengen Zeitplan. Die Quest wird sich über die 3 Tage hinziehen und wird insgesamt 4 Aufträge miteinander behandeln. Und dabei werden wir noch so einige Side-Quests, die da gerade reinfallen, auch erledigen. Es wird ein etwas längerer Part vermutlich und auch ein bisschen schnittlastiger. Und ja, von daher fangen wir gleich an, denn die Carfy-Quest, ist eine anstrengende Quest. Wenn man einen Fehler macht, dann kann man alles hinlegen. Es gibt auch alternative Endings und ich werde alle Ende, die wir nicht normal durchspielen, nochmal ans Ende dieser Folge packen, weil das hat halt auch mit diversen, Sidequests zu tun und Aufgaben. Jetzt gehe ich aber noch zu den Bomben, weil wir müssen bis 8 Uhr warten. Wir werden nämlich als erstes uns ein Zimmer im Gasthof reservieren. Das braucht man zwar nicht, aber das ist ebenfalls eine Aufgabe. Und ja, hier in Termina gibt es einen Gorone, der genauso heißt wie wir und sein Zimmer auf diese Art halt auch reserviert hat. Und der Link ist natürlich so fresh und ja, nimmt dem einfach mal das Zimmer weg. Ja, ich habe immer gedacht, der Gorone würde Link das Zimmer klauen, aber das würde bedeuten, Link hätte ja Termina irgendwie angesteuert, was ich auch glaube, in der offiziellen Story gelesen zu haben, dass Link nach Termina reist, um Navi zu finden. Ein bekannter Freund. Oder das Horror-Kid soll auch dieser bekannte Freund sein. Ne? Ist irgendwie so ein bisschen rätselhaft, aber ich glaube, dass es umgedreht ist, dass Link dem Gorone das Zimmer wegschnappt. Aber ich bin mir da gar nicht sicher. So, Canyon Geisterhütte, ja, das sind Missionen, die werden wir alle, ja, demnächst schaffen. Heute dreht sich aber alles um die Carfy-Quest und damit habe ich, ja, glaube ich, eine gute Einführung gemacht. Jetzt können wir loslegen. Ich werde auch sehr viel mit der Zeit spielen und sehr viel schneiden, denn unnötige Wege lasse ich einfach raus. Ich denke, ihr habt die Welt gesehen. Normalerweise müsstet ihr die meisten Wege kennen. So, jetzt wollen wir, ja, dass der Gasthof öffnet und wir ein Zimmer kriegen. In diesem Zimmer befindet sich nicht wirklich was, aber es ist halt ziemlich interessant, weil dann kann man wenigstens in den Gasthof immer wieder, der kommt erst nachmittags. Ach so, der kommt erst nachmittags. Okay. Wann genau? Gegen 3 Uhr? Ja, wie scheint. Okay, ja, dann haben wir ein anderes Ziel. Und zwar müssen wir vor dem Gorman bei Madame Aroma sein, denn dann wird Madame Aroma uns eine spezielle Maske geben. Und diese Maske, ja, ist wohl die Hauptmaske des Spiels sozusagen, die wichtigste, die es gibt. Und, ja, ohne die keine Carfy-Quest. Mit ihr kann man natürlich, sehr viel mit den Leuten bereden über dieses gewisse Thema von Carfy. Oh, und Gorman, wir müssen vor Gorman da sein. Glaube ich zumindest. Aber wir werden vor ihm da sein. Das ist das Problem, denn sonst kommt halt dieser Karnevalstuss. Oh Gott, wieder voll. Ey Leute, ich meine immer, da sei Madame Aroma und das andere Zimmer sei, das mit dem Bürgermeister. Aber das ist genau umgekehrt. Oh, schrecklich. So, hier ist Madame Aroma. Guten Tag. Oh, du bist gerade auf Exkursion? Oder bist du der Detektiv, den ich angeworben habe? Ja, ich sehe schon. Du bist ein richtiger Profi. Die Merkmale der Person, die du finden sollst, ja, ich kenne sie. Bei dieser Person handelt es sich um meinen Sohn, Carfy. Du kennst ihn doch, oder? Du kennst ihn nicht? Wirklich? Er ist vor einem Monat verschwunden. Es ist schrecklich. Ich bin so sehr in Sorge. Ich kann vor lauter Sorge kaum noch etwas essen und habe schon 5 Kilo abgenommen. Du hast nicht zufällig eine Kleinigkeit dabei? Ich werde nach ihm suchen, ja.
Und damit bekommen wir die Kaffeemaske. Ja, die hätte man schon viel früher kriegen können, aber ich möchte halt die Kaffeequest, weil sie kompliziert ist und auch viele merkwürdige Wege mit sich bringt, möchte ich sie in einen Part packen. Mit dieser Maske, wenn wir sie tragen, werden die Leute über Kaffee reden, denn Kaffee ist irgendwie doch ein bisschen bekannt, weil es das nächste Brautpaar in der Stadt sein sollte. Und am Karneval sollten sie eigentlich heiraten, aber wie gesagt, Kaffee ist verschwunden. Und ja, wir werden... Warte, gibt es hier noch was Interessantes zu sehen? Nee, nur einen kleinen Tipp, den wir nicht brauchen. Über eine Hochzeitsmaske. Ja, Kaffee ist verschwunden, Anju traurig. Anju ist übrigens die Gastwirtin im... Eintopf, ne? Im Gasthof Eintopf. Und, ja. Jetzt haben wir die Maske. Dann haben wir eigentlich nichts zu tun und können... Ja. Oh, warte mal. Sieht euch das mal an. Unruhstadt in Modellform. Schön. Dann können wir eigentlich zur nächsten Stelle voranschreiten. Und das wäre, ja... Ein Rendezvous mit Anju ausmachen, denn sie wird natürlich, ist am traurigsten über Kaffee. Ihre Mutter sieht das ein bisschen anders, aber sie persönlich erschreckt, wenn wir mit Kaffee jetzt anreden. Oh, diese Maske. Du also auch? Du bist auch auf der Suche nach Kaffee? Ach, wo könnte er nur sein? Wenn es ihm gut geht, müsste er mir doch wenigstens mal schreiben. Nachmittags warte ich immer ganz ungeduldig auf den Postboten. Aha, das ist schon der nächste Tipp. Der Postbote wird einen Brief wohl bringen. Und ja, wir müssen jetzt in der Stadt einfach mal ein bisschen uns umfragen, ob jemand diese Person kennt, gesehen hat. Man weiß es nicht. Wir werden da regelmäßig Tipps geben. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Selbst ich, wenn ich es wüsste, würde es unter das Briefgeheimnis fallen. Ja, ihr seht... sehr schwer an Informationen ranzukommen. Ich möchte natürlich auch mein Zimmer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich etwas triggern muss oder nicht, aber ich glaube, am Nachmittag wird das Ganze wohl starten. Denn mir ist kein anderer Ort jetzt bekannt. Warte, doch eine Person gibt's, die Kaffee sehr nahe steht. Kaffee selbst anzusprechen bringt nichts. Der würde uns ignorieren, also das könnt ihr vergessen. Aber was ist mit Kaffee passiert, ne? Wir haben ihn ja schon ein paar Mal gesehen, er ist der Typ mit der Fuchsmaske. Und er spricht es auch gerade an, Anjus Probleme. Sind auch noch nicht getriggert, nur ein Hinweis. Alles klar. So, wo ist denn der normale Shop? Hier. Der Typ rastet ja immer aus, wenn man mit Masken kommt. Ich frage mich aber gerade, was er bei Kaffee macht. Kaffee? Nein, ich kenne kein Kind mit diesem Namen. Ich scherze nicht. Okay. Das sagt er also. Interessant, interessant. So, jetzt will ich aber, ja, zum Nachmittag voranspulen. Ist gut, dass dieses nach vorne spule Funktion existiert, weil sonst würden wir hier vergammeln. Ich weiß nicht. Nachmittags. Ich würde sagen, 2 Uhr ist nachmittags. Wir dürfen nämlich nicht zu spät sein, sonst wird der Gorilla uns den Schlüssel vor der Nase wegschnappen. Und ja, das wollen wir ja nicht. Außerdem dürfen wir auch nicht das Gespräch zwischen Anju und dem Postbote verpatzen, weil ich glaube, es kommt ein Brief von Kaffee an. Oh, genau zur richtigen Zeit. Was ist das? Die heutige Post? Ah, warten Sie. Dieser Brief, woher haben Sie ihn? Aus dem Briefkasten natürlich. Das meinte ich nicht. Aus welchem Briefkasten? Aus irgendeinem Briefkasten. Das meinte ich auch nicht. Ja, okay. Also, sie erhält einen Brief und damit hat die Kaffeequest begonnen. Wir müssen natürlich jetzt warten, bis der Postbote hier fertig ist. Wir stellen uns mal hinten an. So, jetzt ist er fertig. Jetzt bekommen wir vermutlich auch unseren Schluss. Bleiben Sie über Nacht? Kann es sein, dass ich Sie das schon mal gefragt habe? Meine Mutter sagt immer, ich soll mir die Gesichter unserer Gäste merken, aber ich bin leider etwas vergesslich. Was kriege ich jetzt? Hä? Kriege ich jetzt keinen Schlüssel? Es ist auch nicht schlimm, aber... Du bist auf der Suche nach Kaffee? Ich habe eine Bitte, Kaffee.
Ich habe einen Hinweis, der dir helfen wird, ihn zu finden. Komm heute Nacht um 11.30 Uhr in die Küche, da sind wir ungestört. Lol, kriege ich jetzt wirklich keinen Schlüssel mehr, weil ich... Das wird mich wundern. Das wird mich wundern. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, aber es ist auch eine Sidequest, die eigentlich gelöst werden sollte. Nur scheinen wir erst um 3 Uhr Zugang zum Hotel zu kriegen. Der Corona müsste auch auf dem Weg sein. Den haben wir schon mal begegnet. Ganz am Anfang des Let's Plays sind wir mal kurz vorbeigerannt. Komm im Gasthof zum Eintopf. Bleiben Sie über Nacht. What the fuck? Ich will doch... Ach, warte mal. Nee, das kann nicht sein. Ich bin ja... Das würde mich wundern, aber ich bin ja ein Gorone. Okay. Das ist nicht lustig von Anju. Ja, dann, ist Nachmittag halt 3 Uhr, mein Gott. Och, bitte. Also wenn das Zimmer schon weg wäre, würde sie sagen, das Hotel sei ausgebucht. So, es wird jetzt 3 Uhr. Wenn es jetzt nicht triggert, dann ist es mir halt egal. Dann machen wir halt mit der Quest so weiter. Mit dem Deko-Geld kommt man ja trotzdem ins Hotel rein. Aber ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich wusste nicht, dass das so streng. Hm? Okay, letzter Versuch, aber... Scheint dann nicht zu triggern. Ne, scheint tatsächlich nicht zu triggern. Naja. Den Schlüssel werden wir uns dann ein andermal noch holen. Ja, da bin ich schon ein bisschen erschreckt. Warte, schau aber jetzt mit Absicht mal in den Terminplan. Verabredung, ja, das ist nicht so wichtig. Zwischen 1.05 Uhr und 4.10 Uhr. Ach so. Ja gut, dann... Ja, dann triggert es wirklich nicht. Okay. Ja, dann haben wir das versammelt. Da dürfen wir wohl erst nachmittags rein, aber wir haben ja jetzt den Plan... Seht mal, da kommt der Corona. Ja, der schnappt uns jetzt das Zimmer weg. Ja, dann geht's weiter bei unserer Reise und wir werden jetzt zu diesem Punkt voranspulen, an dem Anju mit uns reden wird. In der ersten Nacht müssen wir 2 Aufträge lösen, deshalb hoffe ich, dass das alles klappt. Wann will Anju uns treffen? Um 11.30 Uhr? Das würde uns noch so in den Rahmen passen. Aber ich brauche den Deko-Kerl. Denn wir wollen auch noch der alten Dame aus dem Bombenshop helfen, erneut. Denn jetzt haben wir ja die Riesenbörse und können damit noch ein weiteres Geheimnis lüften. Und das passt eigentlich ganz gut hin, denn um Punkt 12 Uhr wird die Frau entführt. Und Anju wird vermutlich um 12 Uhr und in der Küche sein. Wenn alles passt. Ansonsten gibt es halt einen Schnitt, wo ich die Frau noch schnell rette und ich hole mir dann auch den Schlüssel. Also, so ist es jetzt nicht. Ah, da ist Anju schon. Okay, pünktlich auf die Minute. Wunderbar. Wir dürfen natürlich keine Minute verschwenden. Der hier ist nicht mehr da. Okay. Wer auch immer da drin sitzt. So, dann kommt mal her. Komm mal her, Anju. Ah, hier gibt es sogar Käfer. Los, mach hinne, mach hinne. Anju, schneller, ich muss noch eine Frau retten, oder, warte mal, hat es Zeit?
Ach, warte mal. Nee, um 8:11 Uhr in der Küche. Es ist schon 11:30 Uhr. Die Quest scheint länger zu gehen. Okay, naja, egal. Die Zeit wird ja gestoppt, wenn wir mit ihr sprechen. Und danach rennen wir ganz schnell zum anderen Ende der Stadt. Lass uns in der Küche reden. Ja, das ist so dumm. Bleib stehen, bleib stehen. Es tut mir leid, dass dich so spät noch mit meinen Sorgen zu belästigen. Es geht um Kaffee. Ich habe einen Brief von ihm erhalten. Das ist schon merkwürdig. Ein Brief von einer vermissten Person. Aber es gibt keinen Zweifel. Der Brief ist von ihm. Ich fühle es. Bitte, hier, nimm diesen Brief. Wenn der Brief zugestellt wird, wenn er ihn in die Hände hält, dann hast du die Chance, ihn zu treffen. Bitte sag ihm, dass Anju auf ihn wartet. Und bitte, nachdem du ihn gesehen hast, sag mir, wie er aussah. Ich habe Angst, ich kann nicht gehen. Erlaubst du mir? Ja, wir machen das natürlich. Ich danke dir von ganzem Herzen. So, da haben wir den Brief. Den müssen wir in einen Briefkasten schmeißen. Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren Brief. Den werden wir aber später erst kriegen. Bitte wirf diesen Brief ein, bevor der Postbote morgen die Briefkäste leert. Ja, das werden wir tun. Und danach werden wir ein bisschen Kaffee bespitzeln. So, und ich muss jetzt ganz schnell zu einem Diebstahl. Wir sind ja jetzt der Detektiv der Stadt. Und ja, das Böse schläft nie. Und so ist es auch hier bei der alten Frau. Das Szenario kennt man ja. Warum mache ich das? Weil ich, Kommt sie noch? Oder ist das... Doch, warte, jetzt kommt sie, okay. Wenn man nämlich die Frau rettet, dann kann man für 500 Rubine im, wie nennt man das, im Antiquitätenladen, oder wie er heißt, Kuriositätenladen, so heißt er, kann man eine Maske kaufen, die für ein Herzteil sehr wichtig ist. Für zwei Herzteile sogar. Und auch die haben indirekt mit der Familie von Kaffee und Anju zu tun. So, jetzt kommt Sakon. Kommt der dann noch? Ah, da kommt er. Es geht alles so langsam. Eieiei. Gib die Tasche zurück. Ja, her damit. So. Damit wird am letzten Tag eine Maske im Laden auftauchen, die wir dann kaufen werden. So, und jetzt werden wir noch den Brief abwerfen und dann kann der zweite Tag beginnen. Also, für den ersten Tag haben wir etwas länger gebraucht wegen dem Schlüssel. Tut mir leid, aber das war mir nicht bekannt. So, und jetzt werfe ich, ja, hier den Brief mal ein. Übrigens, die letzte Flasche werden wir auch in dieser Quest erhalten. Also keine Angst. So, der Brief ist abgeworfen und damit sind wir einen Schritt weiter. Jetzt müssen wir warten, bis der Postbote kommt. Und der, meiner Meinung nach, leert der die Briefkasten gegen 10 Uhr. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Naja, jedenfalls geht's mal zum zweiten Tag. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben die Chance, Kaffee zu treffen, hat Anju uns gesagt. Dies wollen wir natürlich nicht versemmeln. Und ich glaube, ich weiß schon, wie das geht. So, rennen wir einfach mal zum Postboten. Und schauen mal, was der so treibt. So, der zweite Tag bricht schon. Ich glaube, in der Stadt waren wir selten der zweite Tag, ne? Nur am allerersten Tag waren wir mal kurz hier. Was aber auch nicht so schlimm ist. Es regnet halt nur. Also ein bisschen friedlicher. Ja. Der Postbote befindet sich hier oben. Ich weiß nicht, ob das Postamt jetzt schon offen hat. Um 9 Uhr geht's erst auf. Okay. Du willst uns noch was sagen?
Ein weiterer Hinweis, alles klar. So, und dann... Ja, Zeit weiterspulen. Zu einem noch späteren Zeitpunkt. Und diesmal nehmen wir uns einfach mal 10 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob das Postamt jetzt offen hat. Bin gerade dienstlich unterwegs. Okay, dann suchen wir ihn mal. Er hat ja eine gewisse Route. Und er wird auch an unserem Briefkasten mal vorbeirennen. Und wir müssen halt einfach nur bei Kaffee abfangen. Es wird so gegen Mittag, glaube ich, passen. Ah, sieh mal, da ist er ja schon. Ja, er wird halt... Ich glaube, hier tatsächlich werde ich die Zeit mal verschnellern, weil sonst kommt der hier einfach nicht von der Stelle. Und so viel haben wir ja auch nicht zu tun, dass wir Zeitdruck haben. Jetzt die letzte Aktion, ja. Und das geht schon deutlich schneller. Und ich habe noch einen kleinen Tipp. Wusstet ihr, dass die Zeit zum ersten Mal, also die drei ersten Tage, läuft die Zeit tatsächlich nur ein bisschen langsamer als jetzt. Also später im Spiel läuft die Zeit dann auch schneller. Und da ist unser Briefkasten, wo der gute Postbote den Brief rausnehmen wird. Schön. Und da hat er ihn. Und jetzt ist die Frage, wann liefert er ihn ab? Er hat ihn im... Seht ihr das? Er hat ihn in der Hand, ne? Wird er ihn gleich anstellen? Oder erst gegen Mittag ausliefern? Gegen Mittag müsste aber Andrew normalerweise in der Nähe von Kaffee sein. Von daher bezweifle ich das ein bisschen. Aber gut. Ja, der rennt aber schön flott hier, ne? Das geht voran. So, jetzt bin ich halt gespannt. Ja, er wird ihn also erst gegen Mittag ausliefern. Dann werde ich jetzt auch zum Mittag springen, ne? Weil es nützt nichts hier zu warten. Auf 1 Uhr müsste klappen. Irgendwann wird er kommen. Und die Glocke läuten. Und wenn das geschieht, dann können wir in sein Haus rein. Das ist der Trick bei der Sache. So macht er halt die Tür auf, glaube ich. Oder gar nicht auf, ja. Kann auch sein. Oder, warte, ist er gerade beim Postboot? Nee, der steht doch hier. Ja, genau, sie ist versperrt. So, wir müssen auf den Postbote warten. Und ich sehe da ein lila Rubin. Ah ne, es ist ein Fisch. Okay. Ja, dann müssen wir halt warten. Ich weiß nicht, leider nicht die präzisen Zeiten. Es ist immer nur mit mittags und so gekennzeichnet. Es kann auch 3 Uhr sein. Aber wir dürfen den Postbote halt nicht verpassen. Ja. In der Zeit schnappe ich mir mal ein paar Rubine. Ah, da kommt er. Super. Läuft alles ja wie geschmiert. So, dankeschön. 20 Rubine für den guten Link. Er liefert den Brief. Was macht er jetzt? Er geht. Genau, er geht zu Kaffee hoch. Das ist das wichtige Ereignis. Also, es wird vermutlich um Punkt 3 Uhr der Fall sein, dass der gute. Den Brief abliefert. Und dann haben wir die Chance, Kaffee tatsächlich zu treffen. Ja, so einfach ist es. Und vielleicht erzählt er uns sogar mehr über das Verschwinden von Kaffee und was passiert ist. Ja, da klingelt er. Kaffee kommt raus. Ich verstecke mich lieber nur ein bisschen. Nicht, dass wir die Quest vermasseln. So, und jetzt können wir in seine Bude rein. Ja, und die Musik kommt einem doch bekannt vor, ne? Ja, tatsächlich. Hat er hier
ein Fensterchen, wo er etwas beobachtet. Ja, ja, ja. Der Carfi. Ja, wir warten jetzt einfach mal ab. Er weiß sicher schon Bescheid. Ich glaube sogar, dass Anju uns im Brief beschrieben hat. Also, er wird jetzt nicht erschrecken oder so und uns rausschmeißen. Hallo, Freund! Grüne Mütze, grüne Kleider. Anju hat in ihrem Brief von dir berichtet. Du bist also der auf der Suche nach Carfi? Kannst du ein Geheimnis behalten? Ja? Anju hat dir vertraut. Ich werde dir auch vertrauen. Oh mein Gott, da ist Carfi. Aber was ist passiert? Ich bin Carfi. Der Carfi, den wir suchen, ist ein Erwachsener. Aber wenn ich dich ansehe, sehe ich nur ein Kind. Ein Kobold mit einer merkwürdigen Maske hat mich verwandelt. Aber ich verstecke mich nicht, weil ich so aussehe. Ich ging sofort zur großen Fee in den Schrein nahe des Nordtors. Aber auf dem Weg dorthin wurde mir meine wertvollste Hochzeitsmaske von einem tanzenden Mann mit einem grinsenden Gesicht gestohlen. Nun, du bist zu unvorsichtig, genau wie so ein gewisser Held, den ich kenne. Die Freude über meine bevorstehende Hochzeit machte mich glücklich, aber auch unvorsichtig, und so wurde ich Ziel eines Verbrechens. Und das tut mir sehr leid für dich. Ich weiß, dass sich Anju Sorgen macht, aber ich kann mich jetzt nicht zeigen. Ich habe versprochen, sie mit der Hochzeitsmaske abzuholen. Dieser Anhänger, bitte gib ihn Anju. Wir haben den Anhänger gekriegt, der Glücksbringer erhalten, obwohl du diese erwachsenen Gebräuche nicht so ganz verstehst, solltest du Anju den Anhänger überbringen. Okay, bitte halte diese Geschichte geheim. Niemand darf davon erfahren. Ja, denn dieser Dieb, auf den Carfi gestoßen ist, ist der gute Sarkon. Ja. Und er geht davon aus, dass die Hochzeitsmaske halt irgendwann im Kuriositätenladen hier auftauchen wird. Ich glaube, jetzt kann man da auch reinschauen. Wenn in dieser Nacht, in dieser Stadt etwas gestohlen wird, taucht es früher oder später im Kuriositätenladen wieder auf. Ich warte nur darauf, dass das passiert. Stell dich auf die Kiste und wirf einen Blick durch dieses Loch. Ja, und da schaut man in den Kuriositätenladen rein. Und da kann man so ein paar Sachen entdecken, wie zum Beispiel dieser Rob. Ja, das ist ein kleines Easter Egg. Nett reingebaut. Und warum denn nicht, ne? Ist ganz süß. Im Original weiß ich nicht mal, ob es ein Easter Egg gab, aber in der 3DS-Version gibt es halt sehr viele Easter Eggs. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man hier sieht. Also, wir sind wirklich nur, um Rob zu sehen, den Kerl, also Sarkon, wird man nicht entdecken. Allerdings, glaube ich, haben wir jetzt immer Zugang zu Carfi, also wir stehen jetzt in Kontakt mit ihm. Das ist schon mal gut. Genau. Und wir werden an einem gewissen Tag wieder zurückkehren und dann etwas Böses erfahren. So, jetzt geht aber zurück zu Anju. Ihr seht, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde mit der Quest am Start. Sie wird sich aber jetzt ein bisschen verschnellern. Also, es kommt jetzt auch nicht mehr so viel. Von daher ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal ein Part Überlänge machen lässt, ne? Weil die nächsten Parts werden vielleicht ein bisschen kürzer, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Hast du ihn getroffen? Jo, hier ist der Beweis. Ah, das ist von Carfi. Ich danke dir vom Grunde meines Herzens. Du hast Anju den Glücksbringer gezeigt. Jetzt Carfis Gefühle, ja. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ja, dann würde ich sagen, wir haben etwas über Carfi herausgefunden. Und warum rennen wir jetzt nicht zu Madame Aroma? Die weiß jetzt sicher mehr. So, am zweiten Tag, was passiert da noch? Ich weiß es halt nicht mehr genau. Das ist mein großes Problem.
Ich kenn's nur so stückeweise. Na, hier renne ich erstmal richtig rein. So, und jetzt wird sie vermutlich uns ansprechen. Oh, du. Du bist doch derjenige, den ich mit der Suche nach Kaffee betraut habe. Hast du ihn gefunden? Was? Was soll das heißen? Du weißt noch gar nichts. Wie, ich weiß noch gar nichts. Loco weiß ich. Naja gut, ich glaube, das ist auch alles jetzt getriggert. Anju wird jetzt Pause haben, sie wird auch noch nicht so schnell wiederkehren. Dann wird Kaffee der Nächste sein. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir einen nächsten Sprung in der Zeit. Und gönnen uns den letzten Tag, denn am zweiten Tag wird eigentlich nichts mehr mit Kaffee passieren. Außer, dass die Maske leider nicht auftauchen wird. Sakon hatte etwas anderes mit der Maske vor. Aber was? Das ist die große Frage. Wir werden es wohl bald erfahren. So, jetzt geht's, wo geht's denn jetzt hin? Erstmal Kaffee checken. Mal schauen, was Kaffee so zu melden hat. Der hat sicher jetzt eine Spur, denn ich glaube, in der Nacht des zweiten Tages ist etwas im Kuriositätenladen passiert, was Kaffee auf eine Fährte gebracht hat. Ja, wir kommen hier immer wieder rein, aber jetzt müsste eigentlich eine Überraschung dabei da sein. Nee, noch nicht. Der Kerl wird sicher bald auftauchen. Ja, dann ist er bereit. Wenn es soweit ist, ist er bereit. Okay. Ja, wir können da jetzt nicht mehr viel machen. Wir müssen halt abwarten. Abwarten und Tee trinken. Eine andere Quest können wir jetzt auch nicht machen. Ich werde deshalb die Zeit noch weiter voranspulen. Und das auf einen gewissen Punkt. Und zwar den... Die Nacht, genau. Das ist der einfachste Weg, schneller voranzuschreiten. Die letzte Nacht ist allerdings noch ein bisschen heftiger. Deshalb Zeit verlangsamen. Weil wir müssen jetzt noch ein paar Sachen machen, um einige Masken zu kriegen. Und ja, auch die Quests halt pünktlich abzuschließen. So, Kaffee müsste jetzt eigentlich weg sein und sich auf in die Berge gemacht haben. Und hier wartet dann... Nee, noch immer nicht? What? Das kann nicht sein. Oh, nee. Sag mir, ich habe die Quest versammelt. Aha, sieh mal da. Aber die Maske ist da. Okay, die hole ich mir jetzt. Der Laden scheint nämlich offen zu sein. Die Maske ist da. Och, warte mal, ich glaube, ich habe einen riesen dummen Fehler gemacht. Ich hätte Sakon nicht aufhalten sollen. Man kann nicht beide Masken gleichzeitig kriegen, oder wie? Oh shit. Ich habe Kaffee ins Verderben gestoßen. Na gut. Dann werde ich einen Cut setzen, na ganz klar. Und nochmal alles bis zu diesem Zeitpunkt spielen. Ah, so viele... Ja, okay. Hm. Gib mir halt 480. So, 4... 170. Wunderbar. Och, mein Gott. Oben wieder Schränke versetzt. Nicht in Ruhe hier aufnehmen kann. Schrecklich. So. Ab 10 Uhr hat der Laden geöffnet. Okay, also wir haben es wirklich verkackt. Der Dieb kam nicht mit der Maske und hat sie nicht verkauft. Na gut, dann schnappen wir uns eine andere Maske. Das wusste ich nicht. Ich dachte eigentlich, man könnte beide Masken gleichzeitig bekommen. Aber dem ist dann nicht so. Naja, egal.
Dann werde ich halt ein bisschen schneiden und dann klappt's wieder. Also es passiert nichts anderes. Ich werde euch noch kurz einblenden, wie man den Schlüssel kriegt. Ach, warte, ja. Hallo. Ich habe eine ganz besondere Ware, die Maske der Nacht. Jo, die Sonderangebot ansehen. Für 500 Rubine kaufe ich. Die ist nämlich sehr wertvoll. Eine weitere Maske, ne? Und, ist das auch schon abgestempelt jetzt? Ja, okay. Was hast du für mich? Ja, nix. Ich könnte ihm noch Goldstaub geben, dann bekommen wir auch einen großen Preis. Aber, ja. Das brauchen wir jetzt nicht so. Ich werde nun die Zeit zurückstellen. Genau, und dann einige Rätsel am ersten Tag noch lösen. Und die Kaffee-Quest erneut beginnen. Da können wir jetzt auch ein bisschen springen. Ja. Also man sieht sich dann. Nach einem kurzen Cut. Bis gleich. Freunde, wir sind im Gasthof zum Eintopf. Und mit der Maske der Nacht können wir hier uns zwei Herzteile verdienen. Nämlich, wenn wir die Geschichten der Oma, halt ganz dranbleiben, weil normalerweise schläft man ja ein. Und damit kann man das halt umgehen. Karneval der Zeit. Ja, die Geschichte will ich lesen. Willst du also diese Geschichte hören? Karneval der Zeit? Ja. Zwar ist die Geschichte ein wenig lang, aber mal sehen. Der Karneval der Zeit, jedes Jahr beginnt die Zeit der Harmonie, wenn Sonne und Mond aufeinander ausgerichtet sind. Ein Gedenk der Art und Weise, in der Natur und Zeit ohne Unterlass fortschreiten. Feiern die Völker der vier Welten auf dem Karneval eben diese Harmonie und bitten um ein fruchtbares Jahr. So. Jetzt müssen wir aufpassen, denn wir werden eine Frage gestellt bekommen. Schon seit jeher tragen die Menschen Masken, welche die vier Götter der vier Welten darstellen. Nunmehr ist es zum Brauch geworden, dass jeder Besucher eine selbstgemachte Maske mitbringt. Man sagt, dass ein Paar, welches am Tag des Festes in den Bund der Ehe tritt und eine Maske als Zeichen seiner Einheit trägt, auf ewig glücklich bleiben. Der Uhrturm steht im Mittelpunkt des Karnevals. Am Vorabend der Feierlichkeiten öffnet sich die Tür zu seinem Dach. Von dort aus wird eine Zeremonie abgehalten, um die Götter zu rufen. Dies geschieht durch den Gesang eines alten Liedes. All diese Feiern und Bräuche dienen dazu, die Götter milde zu stimmen, sodass sie uns im folgenden Jahr eine reiche Ernte gewähren. Ja, dann 2 Stunden später haben wir aufgepasst. Also sagt mir, wann öffnet sich der Uhrturm? Am Vorabend des Festes. Sehr brav. Und das ist die Belohnung. So, die andere Belohnung kann ich mir leider noch nicht abholen, sonst verpassen wir wieder Anju. Deshalb kommt die erst später und die werde ich dann am zweiten Tag holen. Jetzt werde ich nochmal alles mit Anju klären, aber ja, vorerst werde ich mir halt auch den Schlüssel unterjubeln, den wir wollen. Komm, Gasthof zum Eintopf, möchtest du hier ein Zimmer? Ja, genau. Boah, jetzt haben wir endlich dieses Gottfett. Was? Warum krieg ich denn diesen Zimmerschlüssel nicht? Muss ich da wirklich ein Gorone sein? Na gut, vergessen wir das Zimmer. Also Freunde, ich werde die Oma jetzt nicht retten. Und wir sehen uns dann wieder bei Kaffee. So Freunde, ich habe nun Kaffee getroffen, Anju den Anhänger gezeigt und jetzt werde ich den Tag nochmal voranspulen mit einer Geschichte. Der zweiten und das zweite Herzteil dafür auch einkassieren. So, diesmal die vier Giganten. Die vier Giganten also. Die Geschichte ist zwar ein wenig lang, aber sehr interessant, also passt gut auf.
Die vier Giganten ist eine Geschichte. Die brauchen wir nicht zu lesen, denn da gibt's eine Antwort, die wir nicht beantworten können. Da ist sie so hinterlistig und stellt uns eine Frage, auf die wir keine Antwort geben können und deshalb müssen wir mit keine Ahnung antworten. Die Geschichte selbst kennt ihr ja, also die vier Giganten haben, das Dorf immer geschützt. Braver Junge, hat dir diese Geschichte gefallen? Was haben die Leute getan, um die vier Giganten zu rufen? Keine Ahnung? Oh, wirklich, aber du hast brav zugehört, deshalb bin ich froh. Zur Belohnung gebe ich dir dies. Ein Herzteil, so. Jetzt ist der neue Tag, glaube ich. Soweit ich weiß, und wir sehen uns... Ja, die Mythen von Termina ist abgeschlossen. Ja, und wir sehen uns dann bei Kaffa jetzt wieder, obwohl jetzt brauche ich, denke ich, nicht mehr zu cutten. Jetzt geht es auch wieder automatisch, denn Kaffa müsste jetzt eigentlich auf in die Berge sein. Jetzt kommt noch, ja, das Finale der Kaffa-Quests und die Auflösungen. Und dann sind wir auch schon durch. Ja. Dann haben wir die Quest in einen Part gepackt. Wie gesagt, ist ein bisschen lang, aber es ist halt übersichtlicher, wenn alles in einem Part passiert. Ich werde mich da auch noch ein bisschen dahinter setzen, damit das auch alles klappt. So, da ist er. Der Kuriositätenleut. Der hat der grünbemützte Junge. Ich habe eine Nachricht von Kaffei. Also Kaffei, ich kenne ihn schon seit er noch ein Kind war. Aber als er plötzlich in der Gestalt dieses kleinen Jungen auftauchte, traute ich meinen Augen nicht. Aber als mein Blick auf seine Fuchsmaske fiel, die er trug, habe ich meinen alten Freund sofort wiedererkannt. Ich habe ihm diese Maske geschenkt, als er noch ganz klein war. Ich hätte nie gedacht, dass er sie noch immer hat. Ich weiß zwar nicht genau wieso, aber ich glaube, ich sollte dir das geben. Ja, die Fuchsmaske, die haben wir denn auch erhalten. Die braucht Kaffee nämlich nicht mehr. Kaffee bittet dich, seiner Mutter dies zu überbringen. Ja, das ist die nächste Quest. Und da gibt es einen alternativen Weg halt. Letzte Nacht kam ein Kunde in meinen Laden. Kaffee hat ihn gesehen und plötzlich erbleicht er und läuft ihm hinten nach. Dieser Kerl kommt öfter her. Es ist ein gieriger Dieb namens Sarkon. Ich glaube, er kommt aus Ikana. Jo! So. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen zu Madame Aroma, geben ihr die Eilpost oder geben es dem Briefträger. Da beide Varianten zur gleichen Zeit abspielen, würde ich sagen, ja, wir entscheiden uns für Madame Aroma zuerst und den Briefträger schneide ich rein. In Ordnung? Ich denke schon. Nee, was mache ich denn? Wir müssen jetzt... Ja, eigentlich ist es gar nicht so dumm. Schon die Zeit... Ja, es ist eigentlich nicht so doof. Die Eilpost... Ich werde die Eilpost mal jetzt zu Madame Aroma tragen. Aber eigentlich bringt es doch nichts. Nee, komm. Wir werden den normalen Weg machen. Wir müssen nach Ikana. Und die Zeit auf so 19 Uhr stellen. Denn dann wird Sarkon in sein Geheimversteck, warte mal, wo muss ich hin? Da. Dann wird Sarkon in sein Geheimversteck flüchten. Und in seinem Geheimversteck befindet sich die Maske. Kaffee müsste jetzt auch hier in den Bergen sein. Und auf diesen Moment warten, in dem Sarkon die Höhle öffnet. Es gibt da diverse Glitches, womit man schon früher in die Höhle rein kann. Aber ja, in einem Let's Play, denke ich, machen wir mal den normalen Weg. So, warum komme ich jetzt schon? Weil dann tanzt Sarkon hier nicht rum, das heißt, er entdeckt uns nicht und die ganze Quest ist umsonst. Denn wenn er uns sieht, schöpft der Verdacht und alles war umsonst. So, da ist er, der gute Kaffee. Ich habe ihn gefunden, grünbemützter Junge. Er nutzt diesen Ort als Lager für sein gesamtes Diebesgut. Sein Name lautet Sarkon. Letzte Nacht kam er zum Laden, da bin ich ihm gefolgt.
Das Lager für all die Dinge, die er gestohlen hat, befindet sich auf der anderen Seite dieser Tür. Nur Sarkon kann sie öffnen. Der einzige Weg hineinzukommen ist, auf Sarkon zu warten. Ich werde warten. Ich habe Anju mein Versprechen gegeben. Er wird bei Sonnenuntergang hierher kommen. Das ist unsere Chance, ihn zu erwischen. Wenn er uns sieht, wird er abhauen. Versteck dich auch hier. Jo, und jetzt werden wir den Sonnenaufgang herbeirufen. Dann ist das auch schon mal gelöst. Ja, 6 Uhr, glaube ich, ist okay. Ich glaube, um Punkt 7 kommt der hoch. Und natürlich werde ich mich hier gut verstecken. Nicht, dass er wirklich uns sieht, weil das kann wirklich nerven, wenn er heraufkommt und... ja, was Dummes passiert. Ja, okay. Er labert den gleichen Scheiß. Wir müssen also einfach nur warten. Irgendwann wird er kommen. Ah, der kommt da. Sehr schön. Jetzt wird's spannend. Wir werden Kaffee retten. So, da kommt er. Aufpassen. Er wird jetzt die Tür öffnen. Und jetzt müssen wir natürlich ganz schnell da rein. Ich glaube, das ist aber relativ sozial. Also kein Problem. Jo. Die Tür bleibt sogar offen, lol. So, hier ist das Versteck von Sarkon. Aber wo ist die Maske? Die Hochzeitsmaske. Sieh doch, hier ist eine Maske. Es ist die Maske der Sonne. Nein, passt doch auf. Ach. So, was ist jetzt los? Ja, jetzt stell dich auf den Schalter. Ja, das wird jetzt einen kleinen Koop-Run. Aber, ach, hier läuft überhaupt keine Zeit. Okay, ja, dann brauche ich die Zeit auch nicht zu verlangsamen. So, wir sind jetzt Kaffee und müssen ein Schieberätsel lösen. Um Link halt weiter in seinen Raum zu kriegen. Und ja, wenn wir alle Räume schaffen, kriegt Kaffee seine Maske zurück. Das ist aber gar nicht so leicht, also das wird richtig heftig. Deshalb, los, los, los. Jetzt rüber zu Link. Link muss natürlich wieder gegen Gegner kämpfen. Los, geh rein. Komm, er labert was von Teil. So, und wieder zurück. So, hier müssen wir aufpassen. Rote Schalter verschnellern nämlich das Laufband. Die gelben schalten einen Gang zurück. So, und du auch weg. Oh, das war knapp. So, jetzt schnell den blauen Schalter. Wie kriege ich den? Da muss ich jetzt selbst kurz überlegen. Ach, ich weiß wie. Okay. So. Boah, das ist fies. Das ist fies. Schnell, schnell, schnell. Komm, da taucht ein Wolf auf. So, er ist down. Okay, 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 schnell. Oh nein, Kaffee hat Probleme. Nein, wir werden verkacken. Nein. Nein. Ach, verdammt. Oh Leute, dann cut bis zu dieser Szene, ne? Bis gleich. Naja, dann können wir auch beide Rätsel lösen mit Madame Aroma. Link kommt hier noch weg. Aber Kaffee nicht mehr.
Ja, das ist halt wirklich dumm gemacht. So, jetzt schnell zur Milchbar, weil jetzt wird's wirklich brenzlig. Jetzt haben wir wirklich richtig krasse Probleme. Zur Unruhestadt. Die Milchbar müsste noch offen haben. Ja, die schicksalshafte Musik, sie ertönt wieder. Schnell, 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 schnell. Es müsste noch reichen, also Madame Roma werden wir noch schaffen. Dann werde ich im Versuch, in dem es klappt, dem Postbote den Eilbrief überreichen. Ah, sie ist noch da, okay. Ah, warte. Bist du etwa der, den ich auf die Suche nach Kaffee geschickt habe? Ja, ich habe einen Brief für dich. So, und damit haben wir die Milch, also die letzte Flasche, erwischt. Und Madame Aromas Auftrag müsste damit erledigt sein. Genau. So, das wäre geschafft, dann sehen wir uns nochmal bei Sarkons Höhle wieder. Nach einem kurzen Schnitt. Bis gleich. So, und jetzt ist dieses Rätsel gelöst. War nicht so schwer, habt ihr ja gesehen. Ja, und Kaffee bekommt seine Maske zurück. Du hast die Maske der Sonne wieder. Ein Zeichen der Liebende ist damit abgestempelt, oder? Nee, noch nicht ganz. Es ist noch nicht zu spät. Ich muss zurück zur Stadt. Ja, wir auch. Und wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen jetzt. Tja, Kaffees Quest ist damit fast abgeschlossen. Ich werde jetzt noch, zuerst Kaffee besuchen gehen oder zuerst den Postbote. Ich glaube zuerst den Postbote. Ja, also der muss ja jetzt auch noch die Eilpost abliefern. Dann ist es auch finished. So, schnell ins Postamt. Und dann schaffen wir das schon. Kaffee und Anju, die brauchen jetzt ein bisschen Zeit für sich, ne? Ein Monat, lange her. Dann kümmern wir uns noch um den letzten Auftrag des Postboten. Da ist er. Oh, ich will fliehen, aber das steht nicht in meinem Zeitplan. Ich habe noch eine Zustellung hier. Bitteschön. Das ist ein Eilpostsiegel. Ja, und er wird dann sich aufmachen zur Milchbar. Und wenn er da ankommt, dann wird er geflüchtet sein. Junge. Wo zum Teufel? Ach, da kommt er. Oh, da kommt er. Los, mach hinne, hinne, hinne. Schnell, 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 schnell. Hopp, 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 hopp. Keine Zeit verlieren. Los, los, los. Er gibt den Brief ab und damit ist sein Dienst in dieser Stadt halt vorbei. Ja, in der Zeit, ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Aber wir stehen kurz vorm Ende des Parts, also Leute, wer jetzt noch dran ist, Respekt, großen Dank an euch. Ihr habt es gleich geschafft. Ja, ich weiß halt, viel hat, denn ich saß jetzt eine Stunde an diesem Part. Eine Halbstunde sogar. Ja, aber wegen diesen einen Fels und den mit den alternativen Wegen. Vielleicht 50 Minuten hätte es im Optimalfall sein können. Aber gut, ist ja nicht so wichtig. Komm, ich will jetzt noch die Vereinbarung zwischen Anju und Kaffee miterleben. Und dann können wir, ja, mit dem ruhigen Gewissen schlafen gehen. Gib mir deine Mütze.
Ja, die Mütze ist wichtig, damit kann man die Briefkästen leeren in der Stadt und in einem Briefkasten befindet sich random ein Herzteil. Und das ist dann auch noch eine Challenge oder ein Auftrag, den man hat. Und ich werde hier noch in diesen Briefkasten reinluxen. Vielleicht ist das Herzteil ja da drin und wir haben Glück. Wenn nicht, ja, dann ist da vielleicht ein kleiner Rubin oder so drin. Ach, los, Briefträger, wo bleibst du denn? Es wird Zeit. Kaffee kommt auch bald. Ah, da ist er. Super. Er wird sich jetzt hier hinstellen. Und dann ist das vorbei. Oder? Hallo? Doch, okay. Ich werde fliehen. Das ist ein Befehl der Poststellenleiterin. Nun bin ich frei. Ich werde mir meinen eigenen Zeitplan machen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Da, nimm sie. Ja, und damit haben wir auch die Mütze des Postbotens. Und ich glaube, so langsam haben wir alle Masken zusammen. So, ich glaube, wir haben sie sogar jetzt alle. Ich werde gleich mal schauen. Ne? Wir werden die Postbotenmütze heute mal kurz tragen. Nein, nicht Zeit zurückstellen. Ich will eine Maske. Ah, nee, 3 Stück fehlen uns noch. Welche weiß ich aber gerade nicht, also. Und, ist da was drin? Ja, das ist wunderbar. Gleich das Herzteil. Super. Gut, dann jetzt noch zu Carfai und Anjo. Und es ist vollbracht. Ja, hier bekommen wir genau noch die Maske der Liebenden. Und dann eine Maske bekommen wir garantiert noch. Und die letzte weiß ich gerade nicht, welche das ist. Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ich vertraue ihm. Ja, dann vertraue ich ihm auch mal. Ich hoffe, er kommt. Aber normalerweise kommt er. Ah, ah, die Tür öffnet sich. Da ist er. Er hat's geschafft. Er ist doch hier. Welch ein vertrautes Gesicht vor langer Zeit. Ja, wir waren noch Kinder. Wir gaben uns ein Versprechen. Habe ich nicht recht? Die Maske der Sonne und des Mondes. Wir wollten sie am Tag des Karnevals austauschen. Ich fühle mich so glücklich. Anjo, verzeih mir, dass ich zu spät bin. Wir kommen zu Hause. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben das Rätsel um Carfai und Anjo gelöst. Hihi. Zwar sind sie ein Liebespaar, doch sie sehen aus wie Mutter und Kind. Lass uns nun die Masken austauschen. Ja, und damit bricht auch der Fluch, den auf den beiden lastete. Oder? Wir haben unser Eid erfüllt. Nun sind wir ein Paar. Du bist unser Zeuge. Bitte nimm diese Maske als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja, die Maske der Liebende. Die dient eigentlich zu gar nichts, aber wir müssen natürlich alle Masken haben, um die 100% zu erlangen. Such dir einen sicheren Ort. Wir kommen schon zurecht. Wir werden zusammen den morgigen Tag erwarten. Ja, den morgigen Tag wird's aber leider nicht mehr geben. Ja, traurig, aber wahr. Aber gut, das müsst ihr wissen. Ich bin weg. Ciao. Ja, damit ist diese unfassbare Geschichte abgeschlossen. Ja, und der Stammkunde der Bank, ja, darum kümmern wir uns dann erneut nochmal. Ja, der Bombe ist auch noch hier, keine gute Idee. Aber auch keine Zeit jetzt für ihn. Und im nächsten Part werden wir so ein paar Challenges, Sidequests erfüllen. Ich werde mal schauen, was man alles noch so machen kann. Und nebenbei werden wir die Theorie Link ist tot besprechen. Meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war ein sehr langer Part. Und ja, dann sieht man sich. Bis dann und ciao.